Wir sehen hier die Lambda-Sonde für ein Ford 2.2 DCI-Motor mit 175 PS. Diese Lambda-Sonde werden wir gleich einbauen. Die alte Lambda-Sonde scheint wohl defekt zu sein. Einen entsprechenden Fehlercode haben wir im Force-Scan ausgelesen. Ich war mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn und auf einmal auf der Autobahn mitten im Betrieb keine Leistung mehr. Das Auto nahm überhaupt kein Gas mehr an. Ich konnte maximal 80 km/h fahren und die Beschleunigung war sehr, sehr träge. Also der Turbolader hat quasi abgeschaltet. Ich hatte aber auch keinerlei Lampen an. Im Kombi-Instrument war alles ganz normal. Keine Meldung, keine Lampe leuchtete, nichts. Aber ich war im Notlauf. Glücklicherweise hatte ich nur 2 Kilometer, dann kam der nächste Parkplatz. Wichtig dabei: Wenn ihr so einen Fall habt, macht den Motor nicht sofort aus. Ich bin dann am Parkplatz angekommen, habe das Auto im Leerlauf laufen gelassen. Glücklicherweise hatte ich meinen Force-Scan dabei, Force-Scan angeschlossen und dann die Fehler ausgelesen und dort wurde dann ersichtlich Lambda-Sonde Error etc. Blende ich euch im Video ein. Und danach habe ich den Motor ausgeschaltet, angeschaltet und das Auto hatte wieder Leistung. Dieser Fehler kam auch nicht mehr wieder, das war jetzt quasi einmalig, aber wir haben hier bei dem Motor über 185.000 Kilometer auf der Uhr und so eine Lambda-Sonde kann dann schon mal nach den Jahren und dieser Laufleistung auch mal den Geist aufgeben. Kurz gesagt, ich tausche die jetzt aus, die kostet um die 80, 90 Euro, dann ist das so. Ich tausche die aus und dann sollte dieser Fehler nicht mehr auftreten. Ich habe schon in einigen Foren gelesen, dass viele das Problem mit der Lambda-Sonde hatten, aber der Fehlereintrag wird nie gesetzt, beziehungsweise wenn ihr den Motor ausmacht und dann wieder anmacht oder Zündung anmacht, dann ist der Fehler schon wieder weg. Und dann sucht man sich ewig und dämlich, sage ich mal. Und deswegen sollte man den Motor nicht sofort ausschalten, sondern zunächst mit dem Diagnosegerät versuchen, die Errors auszulesen. Weil es kann sein, sobald ihr den Motor ausmacht und später die Zündung anmacht, dass entsprechend der besagte, der wichtige Fehlercode dann schon weg ist. Zumindest habe ich das so aus einigen Forenbeiträgen gelesen, was diesen Motor betrifft, also Mondeo, Galaxy etc., S-Max. Am besten Diagnosegerät dranhalten, auslesen und erst dann den Motor ausschalten. So, aber dazu, ich begebe mich jetzt unter das Auto und ja, Lambda-Sonde raus, neue rein und gut ist. Ich hoffe, ich kriege die Lambda-Sonde hier gut raus. Das Auto steht seit einer Woche, ohne dass es benutzt wurde. Das heißt, Abgasanlage ist kalt. Also hier haben wir die Ölwanne und hier oben die Antriebswelle. Und da oben, dort sitzt die Lambda-Sonde. Ich habe keine Ahnung, wie ich das filmen soll. Oder besser gesagt, wie soll ich hier schrauben? Hier ist auch kein Platz, um vernünftig mit dem Werkzeug durchzukommen. Ach, das wird ein Gefummel, ich sag's euch. Vielleicht kann man das so besser erkennen. Antriebswelle. Und da oben, da drüben, da ist die Lambda-Sonde. An die muss ich jetzt irgendwie rankommen. Das wird ein Spaß, meine Freunde. Jetzt haben wir hier mehr Spielraum. Ich habe mich entschieden, als nächstes das Kabel schon mal zu lösen. Wir sehen jetzt hier die Ölwanne, hier Antriebswelle und dazwischen, ich weiß nicht, ob ich es auf Kamera eingefangen bekomme, ah ja, doch, dazwischen, dort hinten, diese zwei Nippel, die werde ich jetzt rausziehen aus der Halterung, damit ich das Kabel gleich lösen kann. Das ist die neue Lambda-Sonde und ihr seht hier diese zwei Nippel. Und diese zwei Nippel will ich jetzt rausziehen aus der Halterung, damit ich das Kabel schon mal trennen kann. Also ich nehme jetzt einen langen Schraubenzieher und drücke das von hier, von wo mein Finger durchgeht, mit dem langen Schraubenzieher drücke ich das quasi gezielt raus. So, ein Kabel von der Lambda-Sonde ist gelöst. Das ist dieses Kabel jetzt hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also das ist der Stecker. Es ist wirklich schrecklich hier zu filmen. Kein Platz, auch von der Beleuchtung her kein Platz. Hier, das ist jetzt der Stecker von der Lambda-Sonde. Diesen Stecker löse ich jetzt, trenne ich auseinander. So, das ist das Kabel auf jeden Fall. Stecker lösen und dann die Lambda-Sonde selber rausschrauben. Ja, ob das reicht mit einer einfachen Ratsche? Ich habe meine Zweifel. Versuchen wir es mal. Nichts. Okay. Ein wenig Chaos wohl. Aber nur ein wenig. Okay. Okay. Ja, oh, ist schön. Oh, die kommt raus. Sie ist nicht abgerissen. Sehr erfreulich. Ja, das sieht gut aus.
So, Adapterstück raus. Also, so, mit diesem Adapterstück habe ich das Ganze jetzt hier entfernt. Dieses hier. Und erfreulich war, dass die nicht abgerissen ist und verhältnismäßig leicht rausging. Wie gesagt, die Abrissanlage ist kalt, das Auto stand eine Woche schon. So, da haben wir sie. Die alte Lambda-Sonde. Ich schätze, das ist noch die erste vom Werk. Die ist jetzt 15 Jahre alt. Die war auf jeden Fall am Gewinde, ist keine Keramikpaste. Die neue Lambda-Sonde hat eine entsprechende Paste hier drauf. So, alte Lambda-Sonde, neue Lambda-Sonde. Das Kabel der neuen Lambda-Sonde ist gefühlt 1 cm ungefähr länger. Alles im Rahmen. Deckel ab. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Auf der neuen Lambda-Sonde ist auf jeden Fall eine entsprechende hitzebeständige Paste drauf. Das sind die beiden Stecker und beide Stecker haben die gleiche Teilenummer sogar hier drauf. Ich blende euch ein Foto ein. Jetzt setzen wir die neue Lambda-Sonde ein. Ganz wichtig, dass die Lambda-Sonde richtig im Gewinde sitzt und greift. Sehr gut. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, angesetzt ist das Ganze. Jetzt der Adapter wieder drauf. So, Adapter ansetzen. Sitzt. So, jetzt Drehmomentschlüssel. Ah, das war's schon. So, das Ganze hier raus. Ich halte mich hier bewusst an das Drehmoment. Wenn ich das hier überziehe, kann es sein, dass ich das Gewinde langfristig schädige. Der Nächste, das rausschraubt, der wird seine Freude haben. Obwohl das hier angeschmiert ist, kann es trotzdem sein, dass das Gewinde rausreißt, wenn man das zu fest jetzt anzieht. Deswegen achte ich hier auf das Drehmoment. Ich hoffe, dass ich das richtige Drehmoment hier abgelesen habe. Ich lasse es jetzt erstmal so, weil ist ja auch ein Dichtding dazwischen, den hat es jetzt zusammengedrückt. Sollte wohl dichten. Okay. Nun das Ganze zusammenstöpseln, wieder richtig einklipsen in die Halterungen. So, ich habe meine Handschuhe ausgezogen, weil die waren eh alle zerrissen. Und unsere Lambda-Sonde hier oben, hier drüben ist jetzt befestigt. Und wenn ihr genau darauf geachtet habt, habe ich einen typischen Fehler mit eingebaut. Und zwar gehen wir mal auf diese Seite. Hier sehen wir das Kabel der Lambda-Sonde. Und wir sehen, dass ich das Kabel so verlegt habe, dass es hier an diesem Schlauch scheuern würde. Wenn wir den Motor starten, dann vibriert hier einiges und dann scheuert das Kabel am Schlauch. Und das sind so typische Scheuerstellen, die muss man vermeiden. Also achtet darauf, dass ihr das Kabel wieder so anbringt, wie es vor dem Ausbau war. Ich muss jetzt auf jeden Fall das Ganze nochmal lösen, aber ich wollte das im Video mit aufnehmen, weil das ist so ein typisches Fehlerbild, das man, wenn man nicht darauf achtet, versehentlich mit einbaut. Natürlich muss man auch darauf achten, dass dieses Kabel, so, dass dieses Kabel hier nicht an der Antriebswelle scheuert, reibt, Kontakt hat. Also ich löse jetzt dieses Kabel hier nochmal und verlege es hier innen durch, so wie es vorher war. Finales Ergebnis, Lambda-Sonde ist drauf, Kabel habe ich jetzt auch entsprechend umgelegt. Also Kabel und Schlauch haben jetzt keinen Kontakt mehr. Man musste das Kabel einfach ein bisschen biegen, sage ich mal. Dann hält das seine Form wieder. Und auch hier drüben, wo der Stecker ist, also dort ist er wieder richtig angebracht und befestigt. Man muss natürlich darauf achten, dass das Kabel nicht an der Antriebswelle schleift. Keinen Kontakt hat zur Antriebswelle. Darauf natürlich achten. Ansonsten, so sieht das finale Ergebnis aus. Damit wären wir jetzt unten fertig. So, das war jetzt das kurze Video. Also das ist jetzt die Lambda-Sonde. Wir sehen hier den Stecker, der hat 6 Pins. Und er hat eine spezielle, eine bestimmte Form. Also er kann nur in einer bestimmten Position in den Stecker eingesteckt werden. Der hat hier auch eine Rasterung. Der Stecker selber, da muss man den Hebel runterdrücken und dann abziehen. Filmen konnte ich das nicht, da war zu wenig Platz. Ihr habt es wahrscheinlich selber im Video so vernommen. Also da ist es wirklich sehr eng. Ihr müsst auch drauf oder ihr müsst damit rechnen, dass eure Hände entsprechend dreckig werden bei der Aktion. Das bleibt leider nicht aus. Ich habe zu diesem 2.2 DCI-Motor kein Video gefunden bezüglich der Lambda-Sonde und dachte mir, ach komm, ich nehme einfach mal ein Video auf. Vielleicht hilft dieses Video dem einen oder anderen von euch, der auch bei sich die Lambda-Sonde
wechseln muss und nicht weiß, wo sie sich befindet, wie man drankommt etc. Ich hoffe, dass dieses Video dementsprechend für den einen oder anderen hilfreich ist. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abonnement auf dem Kanal da lasst, sowie ein Like, einen Daumen hoch setzt für den YouTube-Algorithmus. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch eine allzeit gute Fahrt und schaltet das nächste Mal wieder ein zu einem neuen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.